Beschwörung der Götter. Das Böse hat viele Gesichter. In diesem Fall sind es drei. Der erste Dämon nähert sich und überragt mich. Seine schwarzen Augen blitzen vor Mordlust, als er sich auf mich stürzt, die Reißzähne entblößt, bereit, mein Fleisch zu durchbohren. Ich konzentriere alle Kraft, die ich aufbringen kann, und lenke sie von meiner Brust über meinen Arm, meine Handfläche bis hin zu meinem Schwert. Blitzschnell reiße ich die Klinge hoch. Mein Schwert dringt mühelos unter einem gebogenen Horn in die Kreatur ein und tritt über dem anderen wieder aus. Ihr Kopf spaltet sich in zwei Teile. Sie fällt zu Boden und meine Zuversicht steigt. Aber diese Dämonen arbeiten zusammen. Die zwei weiteren stürmen mit bedrohlich erhobenen Klauen auf mich zu. Ich springe im letzten Moment zurück, wirble ausweichend um die eigene Achse und stoße zu. Ein silberner Schimmer blitzt durch ihre dunklen Roben. Tödlich getroffen sinken die Gestalten zu Boden. Psychram wusste genau, welche Klinge ich brauchte. Psychram. Ich höre auf, mich zu drehen und schaue auf mein mit frischem Blut beflecktes Schwert. Ein halbes Dutzend kleiner Kreaturen, nicht höher als meine Brust, umkreisen Psychram und führen spöttische Stöße mit Miniaturklingen in ihren Händen aus. Nur wenige Meter hinter ihm steht ein Dämon, größer als jede Kreatur, die ich je gesehen habe. Bevor ich ihm zu Hilfe eilen kann, erschüttert ein leises Grollen den Boden. Das Zittern geht durch meinen ganzen Körper. Ich drehe mich um den Wald hinter mir zu betrachten. Kein einziger Zweig ist still. Hunderttausende von Blättern rascheln. Das Grollen schwillt schnell zu einem Brüllen an. Mächtige Krieger in Bärengestalt tauchen aus dem Wald auf. Ihre massiven Beine stampfen wie Kriegstrommeln auf den Boden. Ihre dunklen Augen sind auf die Horden von Dämonen gerichtet, die die anderen Chimären angreifen. Auf beiden Seiten huschen Rudel kraftvoller Lykaner an ihnen vorbei. Keines der Tiere ist größer als Menschen, aber ihre Geschwindigkeit übertrifft unsere bei weitem und sie hüllen ihre Verbündeten in silberne Nebelschwaden ein. Eine kleine Gruppe löst sich von der Welle der Verbündeten und stürmt direkt auf das Monstrum zu, das bereit ist, Psychram anzugreifen. Krallen und Reißzähne zerfetzen das Fleisch des versenkten Dämons. Seine Arme fuchteln wild herum. Doch sein Schrei der Überraschung wandelt sich in einen Schrei der Wut. Eine einzelne Faust schlägt auf den Kopf eines Wolfes nieder. Die Bestie bricht unter dem vernichtenden Schlag zusammen. Die Dämonen, die Psychram umgeben, wenden sich ab und nehmen das verletzte Tier ins Visier. Es stolpert rückwärts und versucht zu entkommen. Ich hebe meine Klinge und konzentriere mich auf den Hals des riesigen Monsters. Ich habe schon einmal getötet. Ich werde wieder töten. Ich werfe einen Blick auf Psychram und erwarte ein zustimmendes Nicken oder ein Signal zum gemeinsamen Angriff. Aber stattdessen sehe ich, wie er in der Menge derer verschwindet, die ankommen, um uns zu retten. Ist das der Psychram, von dem Eli an Jagdtagen erzählt hat? Der mutigste des Tigervolks. Er bewegt sich so schnell, dass ich kaum mit ihm Schritt halten kann, während ich mich durch Lianen und umgestürzte Bäume kämpfe. Innerhalb weniger Minuten verblasst der Krieg zu einem leisen Chor aus Heulen, Schreien und klirrenden Klingen, während wir tiefer in den Wald vordringen. In diesem Moment hält Psychram inne. Wir haben eine Lichtung erreicht. Ich bleibe im Schatten und beobachte, wie er in die orangefarbenen Sonnenstrahlen tritt, die immer noch stark genug sind, um das zu beleuchten, was jetzt als Zeremonienstätte erkennbar wird. Psychram nähert sich dem mittleren Altar und legt seine Hände auf die glatten, weißen Steine. Drei vermummte Gestalten tauchen aus dem Hintergrund auf. Ihre smaragdgrünen Gewänder verstärken das schwindende Licht, während sie über die Lichtung gleiten. Die Druiden der Tierwesen. Einer tritt vor und spricht Psychram an. Wir haben euch nicht erwartet. Der Tonfall des Druiden ist weder verurteilend noch überrascht, sondern eher zustimmend und akzeptierend. Psychram senkt seinen Kopf in einer Geste des verletzten Stolzes. Seine Stimme ist rau, bitter von der brutalen Wahrheit, die soeben ausgesprochen wurde. Dies ist kein Krieg, den wir mit unserer schwachen Einheit gewinnen können. Die Dämonen sind zu mächtig geworden. Was schlägst du vor? Ein Funke der Angst durchströmt mich, und Psychrams Worte entfachen daraus ein Feuer. Beschwört die Götter!